Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Genau, Zeitgeschichte bei MDR Kultur. Pegasus, Revisionist, Spinne, Weinberg, Opponent. Allein die Zahl und die Benennung der geheimen Operationen der Staatssicherheit gegen Jürgen Fuchs zeigt, er war ein Staatsfeind Nummer 1 in den 80er Jahren. Und wie es Pegasus andeutet, es begann mit einigen kritischen Gedichten, ehe er durch eine dreivierteljährige Untersuchungshaft dann wirklich zum Gegner der SED wurde. Jürgen Fuchs, geboren heute vor 70 Jahren, am 19. Dezember 1950 in Reichenbach im Vogtland. Wir erinnern im Kalenderblatt. Die letzten Worte, die die deutsche demokratische Obrigkeit spricht, sie sind eine unverhohlene Drohung. Legen Sie sich später nicht mit uns an. Wir finden Sie überall, auch im Westen. Autounfälle gibt es überall. Doch Jürgen Fuchs legt sich weiter mit dem Staat, der Partei und deren Schild und Schwert an. Ihr habt mich nicht für umsonst eingesperrt. Jetzt zahlen wir in unserer Währung zurück. Seine Währung, das ist die Literatur. Eigentlich wollte ich einmal nur Gedichte schreiben, vielleicht über die Liebe, die Natur. Wichtigeres drängte sich vor. Leute in Hinterzimmern und ihre Sprache, die möchte ich schon gerne entlarven, die möchte ich schon gerne deutlich machen. 1968, mit 18, eckt Jürgen Fuchs das erste Mal politisch an. Protestiert gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings. Die Folge? Er darf nicht studieren. Erst nach Berufsausbildung und einer Beschwerde bekommt er einen Studienplatz für Sozialpsychologie in Jena. Schreibt erste Gedichte, ist mit Lutz Rathenow und dem Textdichter der Leipziger Band Renft, Gerulf Pannach, befreundet. Wir brauchen keine Kandare. Freiheit heißt die heiße Ware, nach der wir Schlange stehen. Im Sommer 1975 zieht Jürgen Fuchs mit Frau und Tochter ins Gartenhaus des DDR-Staatsfeindes Nummer 1, Robert Havemann. Vorausgegangen ist der Rausschmiss aus Uni, SED und FDJ wegen Schädigung des Ansehens der Universität. Als er im Folgejahr gegen die Biermann-Ausbürgerung protestiert, wird er verhaftet. Bis zum 10. Mai breche ich jegliche Kommunikation mit den Vernehmern ab. Ich arbeite, konzentriere mich auf das Beschreiben der Tischplatte. Auch wenn da nicht schwarz auf weiß nachzulesen ist, was da formuliert wird, im Kopf steht es. Ich wollte mich natürlich gerne offen halten. Ich wollte gerne, dass mein Denk- und Fühlapparat so intakt bleibt, dass ich wach bleibe und beurteilen kann, damit bewerten kann und aufbewahren kann, was ich da angetroffen habe. In den Vernehmungsprotokollen lässt Jürgen Fuchs dank seines phänomenalen Gedächtnisses die Verhöre und den Alltag im Stasi-Knast Hohenschönhausen lebendig werden. Nach 281 Tagen wird Jürgen Fuchs gegen seinen Willen nach West-Berlin abgeschoben und dort weiter bespitzelt, weiter drangsaliert. Mit nächtlichen Anrufen, nicht bestellten Handwerkern, sein Auto wird manipuliert. 40 IMs hat die Stasi allein in West-Berlin auf Jürgen Fuchs angesetzt. Erst Mitte Dezember 1989 wird die Überwachung eingestellt. Da ist endlich das passiert, was er schon 10 Jahre vorher prophezeite. Es lässt sich nicht aufhalten und verhindern, dass Menschen nachdenken, dass Menschen vorgegebene Ideologien, vorgegebene Selbsteinschätzungen einer Epoche über sich selbst hinterfragen, dass Menschen Zeitungsberichte und Zentralorgane mit der Wirklichkeit vergleichen. Das lässt sich alles nicht aufhalten. Jürgen Fuchs bleibt der unbequeme Wahrheitssucher. Seine Bücher Zersetzung der Seele oder Magdalena zeigen die Mechanismen, mit denen die Stasi Menschen brach. Bei Jürgen Fuchs ist es ihr nicht gelungen. Jürgen Fuchs, verstorben am 9. Mai 1999, geboren vor 70 Jahren in Reichenbach im Vogtland. Wir erinnerten an diesen Staatsfeind Nummer 1 der DDR aus den 80er Jahren im Kalenderblatt von Hartmut Schade, gesprochen von Conny Wolter.